Leute, lang, lang ist es her, dass ein reguläres Video auf meinem Kanal kam. Außer Minecraft Chaos. Übrigens, Minecraft Chaos. Solltet ihr mal reinschauen, ist viel passiert in letzter Zeit. Und ihr könnt da aktuell in der Folge, die heute kam, könnt ihr ein Mauspad von mir gewinnen. Und generell, Leute, sage ich ganz schnell am Anfang, bevor ihr das vergesse, wenn ihr ein Mauspad haben wollt oder einen Rang auf Teamspeak, übrigens, wenn ihr bei Twitch bei mir Follower oder Subscriber seid, könnt ihr jetzt auf dem Teamspeak euch automatisch den Follower-Rang holen. Alle Infos findet ihr bei mir auf dem Teamspeak in der Willkommenslobby. Da findet ihr alle Infos, wie ihr das machen könnt. Und generell, wenn ihr Bock auf Ränge habt, und zwar da einem Discord-Rang, wo ihr mit mir schreiben könnt, denn es gibt da extra Channel für diese Leute, oder einen Teamsieg-Rang, dann schaut doch mal auf Tippi vorbei, packe ich euch ganz oben in die Beschreibung. Dort könnt ihr mich unterstützen und gleichzeitig könnt ihr zum Beispiel Mauspad bekommen, was es nicht mehr lange geben wird, Leute. Lasst euch da gerne überraschen. So, und jetzt Minecraft Jet. Leute, und zwar ist Minecraft Jet zu Ende. Heute ist die letzte Folge und ihr seht, meine Base ist sehr zerstört. Allerdings gibt es für euch die Map zu downloaden, wo alles noch heile ist, denn es gab gestern ein Battle, ein richtig dickes, fettes Battle, wo alle sich gebattelt haben. Ich konnte leider nicht teilnehmen, ich hatte nicht so viel Zeit. Und generell habt ihr vielleicht gemerkt, dass in letzter Zeit nur noch Livestreams kamen. Das lag einfach daran, dass ich im Moment nicht so mich in der Verfassung fühlte, mich hinzusetzen und vernünftige Videos zu produzieren. Denn ich will hingehen und wenn dann sinnvolle Videos produzieren. Chaos ist ein Spaßprojekt für mich, deswegen produziere ich das noch. Allerdings steckt da halt nicht sehr viel Arbeit hinter. So, und Minecraft Jet, die Folgen, die kamen, da habe ich halt schon pro Folge um die Stunde bis zwei Stunden gesessen, weil die Aufnahmen waren immer sehr lang und dann das Ganze rumgeschnibbelt, etc. Hat mir zwar auch sehr viel Spaß gemacht, aber es war halt sehr aufwendig. Und in letzter Zeit fühlte ich mich nicht so ganz in der Verfassung dafür, das vernünftig kreativ zu machen. Und ich will das nicht hier alles auf Zwang machen, sondern ich möchte vernünftige Videos machen, an denen ihr dann auch Spaß habt. Und wenn das gerade nicht geht, dann kommen halt keine Videos. Deswegen verzeiht mir das. So, Leute, wir werden jetzt, weil ich habe von Spark nochmal die Bestätigung bekommen, ich kann alles hier machen, was ich möchte. Ich kann zerstören, zerbomben, was ich möchte. Deswegen werden wir jetzt hingehen. Wir werden uns einmal ein Heli basteln. Basteln wir uns nochmal den Apache. Wir brauchen irgendeinen schnellen Heli. Wir basteln uns nochmal den Anfangs, den Start-Heli, weil der war... Oh, nee, wir basteln uns den Apache. Damit können wir nämlich jetzt gleich auch noch Schluck auf. Damit können wir nämlich alles richtig schön nochmal abfliegen. Wir werden uns einmal den GTR basteln, was auch immer das ist. Das brauchen wir für den GTR. Wir brauchen Eisen, Redstone und ein Glas. Ein Glas haben wir sicherlich irgendwo hier. Richtig, haben wir, wunderschön. Weil ich möchte die ganze Zeit wissen, was das ist. Deswegen basteln wir uns einmal davon. Wow. Wow. Es ist kein GTR. Es ist ein fucking gammeliges Auto. Ich dachte, das wären Nissan GTR oder sowas, aber es ist ein fucking gammeliges Auto. Ohne Sprit. Ja, das bauen wir direkt wieder ab und lassen das sterben. Juckt mich nicht, denn wir haben genug Materialien, um mehr zu basteln. So, wir werden uns gleich einen Stealth-Bomber bauen. Wir werden uns einen Panzer werden wir uns kurz bauen. Okay, Leute, wir basteln uns keinen Stealth-Bomber, weil wir brauchen 3 Block of Diamonds. Und die habe ich leider Gottes nicht. So, Leute, ich habe mir ein bisschen was gebastelt. Wir haben jetzt einmal einen Apache Longbow, ne, habe ich ja gesagt. Wir haben eine Harrier. Erinnern wir uns an MW2, wer das Spiel hat. Gute alte Harrier. Dann haben wir einmal hier einen Pegasus, das sieht nach einem Bomber aus. Super Fortress, keine Ahnung, der brauchte TNT, das sieht auch nach einem dicken Bomber aus. Thunderbolt, sieht nach einem guten Jet aus. So wie der Harrier. Und dann haben wir noch den Tank. Wir benutzen jetzt einmal hier den Tank. Und wir brauchen noch, ich brauche noch Benzin, ich Vollidiot. Und ich würde sagen, der sieht auf jeden Fall super nice aus. Da steigen wir einmal ein. Geben ihm auf jeden Fall ein bisschen was an Sprit. Der braucht nämlich auch ein bisschen was. Und dann gucken wir mal. Der ist sogar richtig schnell. Holy shit, ist der... Alter, wir können alles plattnieten damit. Das Ding ist ja mega geil. Wow. Das ist ja nice. Jetzt müssen wir noch nachladen. Boom. Alter, das Ding ist ultra nice. Und wir können einfach die ganzen Berge... Alter, ist der geil. Alter, ist der geil. Der ist ultra nice, dieser Panzer. Der gefällt mir richtig gut. Jetzt den Baum da oben. Boom. Oh, das ist Skelett. Okay. Okay, scheiß drauf. Den bauen wir jetzt erstmal ab. Oh. Du blöder Creeper. So, ich gehe mal ganz schnell schlafen, Leute, damit wieder Tag ist. Und dann kümmern wir uns um die anderen Flugobjekte, die wir haben. So, Leute, hier haben wir einmal die ganzen Herrschaften aufgestellt. Den Pegasus kann ich leider nicht benutzen, dafür muss ich mir eine Station basteln. Und will ich gerade nicht. Das Ding ist auf jeden Fall ein riesengroßer fucking Bomber. Dann haben wir hier die Harrier. Da vorne, nee, das ist die Harrier. Das ist der Jet, den wir haben. Ich glaube, wir benutzen als allererstes mal die Harrier und gucken, was da so nettes geht, wa? Hier haben wir die Harrier. Ich steige ein. Dann muss ich erst das Cockpit öffnen. Dann kann ich einsteigen. Dann tun wir das Ding einmal aufladen. Wir laden einmal ein bisschen Munition auf. Was haben wir noch? Maverick. Das Ding nehmen wir auch sehr gerne mit. Strike Mine, whatever das ist. Wir laden einfach alles mal auf. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal zu starten. Oh, das hat gerade so perfekt geklappt.
Nice, gefällt mir. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit dem Ding unterwegs mit der Harrier. Die ist sehr nett, die ist sehr nett. Die Frage ist, hat die jetzt kein... Die hat keinen Hover-Mode. Obwohl eine Harrier eigentlich einen Hover-Mode haben sollte, glaube ich, meine ich. Oh, guck mal, da unten ist Katzen-Space. Da können wir aber nichts anderes mit der Waffe, die wir haben. Deswegen sollten wir... okay, wir müssen aufpassen. Maverick. Jetzt können wir mal mit der Maverick auf Katze seine... auf seine Base schießen. Oder machen wir jetzt einmal hier so einen schönen Rundflug. Guck mal, da hat er seine Abwehrgeschütze. Bam! Aber leider daneben. Alter! Okay, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz drehen. Das wollte ich mir nochmal ganz kurz angucken. Alter, hier steht ein fetter Stealth-Bomber drin. Der wird doch direkt ab... Okay, damit können wir nicht schießen. Maverick lädt noch nach. Da habe ich den Chat aus Versehen geöffnet. Okay, Leute, wir wechseln aber ganz kurz. Wir landen jetzt hier bei Katze. Ja, wenn ich wüsste... Ich wüsste, wie man dieses Ding sinnvoll landet. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Oh, ich habe ihn gelandet. Uiuiuiui. Okay, wir sind gelandet. Wir nehmen die Harrier wieder mit. Vielen lieben Dank. Den Müll möchte ich nicht im Inventar haben. Weg damit. Weg damit. So, dann geht es weiter mit, ich würde sagen, mit Super Fortress? Nee, Thunderbolt, oder? Thunderbolt. Das Ding probieren wir jetzt aus. Uiuiuiui, das ist riesig. Das ist fucking riesig. Okay, das sollte... Okay, ist egal. Können wir eh vollladen. Ich habe nur keine Kohle mehr dabei, ist das Problem. Das Ding laden wir einmal voll. Hydra Rocket, das sieht nice aus. Dann haben wir nochmal Maverick, die laden wir auch nochmal. Und dann starten wir in der Hoffnung, dass es einmal frei funktioniert. Oh, das wird eng, das wird really eng. Oh, nee, es klappt, okay. Okay, wo sind wir jetzt drin? Thunderbolt, war richtig, ne? Genau. Oh, das Ding hat überhaupt gar keinen Wendekreis. Oi. Okay. Das schießt aber richtig schön. Macht das auch Blockschaden? Weiß ich nicht. Maverick. Und damit schießen wir jetzt aber hier in die Base rein von Katz. Das war schön. Oh, wir müssen aussteigen! Oh Gott, ich muss da oben. Okay, das hat geklappt, ohne dass wir Schaden genommen haben. Warum auch immer. Der hat auf jeden Fall super nice Base, hat Katze sich hier gebastelt. Das Ding ist aber mega nice. Ja, sieht schon nice aus, finde ich. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ja, doch. Wenn jetzt auch noch die Map laden würde. Nur das Ding ist halt super beschissen zu wenden. So, die Frage ist jetzt, schaffen wir es, auf meiner Landeplattform zu landen? Ich muss mir echt gewöhnen, mit dem Ding zu fliegen, ne? Das ist... nicht einfach. Okay, wir steigen jetzt einfach... Oh, guck mal, das landet ganz geschmeidig. Das war doch mal nett. Das war doch mal richtig nett. Okay. Okay, Leute, probieren wir als allerletztes Super Fortress aus. Sieht mir auch mega nice aus, dieses nette Ding. Allerdings... Ach, komm, hier. Dingens haben wir nämlich auch noch. Machine Gun hat das Ding an Bord. Eine fucking Bombe. Die benutzen wir. Was auch immer das hier ist. Oh, zieh hoch. Oh, Leute, war das klappt. Okay, die Landebahn war auf jeden Fall viel zu kurz für dieses fucking riesengroße Flugzeug. Holy shit. Alter, das ist ja mal nice. Okay, wir haben jetzt die Bombe. Die haben wir geladen. Und ich würde sagen, die benutzen wir auch gleich. So, gehen wir einmal in den Gun-Up-Modus. Würde ich sagen. Droppen wir das Ding einmal. Alter! Boom! Alter, ist das Ding geil. Guckt euch das an. Wir können Katzen komplette Base zerbomben. Nice! Das gefällt mir, das Ding. Das gefällt mir richtig gut. Das sind halt wirklich, wirklich, wirklich nice, krasse Maschinen. Das ist wirklich geil. So, aber wir werden jetzt, weil wir auch sowieso keinen Sprit mehr haben, werden wir einmal hier aussteigen. Das Ding hoffentlich kein Damage. Nice. Es ist halt wirklich riesig. Also ich würde sagen, Leute, Jet hat mir richtig gut gefallen. Auch wenn ich so inaktiv war, das tut mir leid. Wie gesagt, es ist im Moment einfach alles ein bisschen kacke. Ich möchte halt Videos machen, wenn ich mich dazu in der Lage fühle, beziehungsweise wenn ich mich kreativ genug dafür fühle, weil sonst werden die Videos kacke und ich möchte euch keinen Kack-Content liefern. Aber Leute, es gibt jetzt einen wunderschönen Trailer, den ihr euch anschauen könnt. Einen wunderschönen, netten Trailer. Dieser Panzer finde ich ultra nice gemacht, ne? Der ist 100-mal geiler als diese komische Jeep. Ich werde euch jetzt einen Trailer hier zum Ende einblenden für das neue Projekt und zum Minecraft Castle, was hier nach direkt folgt.
Der Upload davon wird wahrscheinlich morgens, also ist definitiv morgen. Ich weiß nicht, ob bei mir auch, ob ich das schaffe. Ich denke aber mal schon. Ist ein bisschen was anderes. Schaut euch gerne den Trailer an. Der kommt jetzt hier im Anschluss zum Ende. Und wenn euch Minecraft Jet gefallen hat, auch wenn man mir nicht viel Content dazu kam, lasst ein Däumchen nach oben da. Ja, Leute, mal gucken, was generell so demnächst dieses Jahr noch so was für Projekte kommen. Seid gespannt, Leute. Könnt ihr mal in den Kommentaren rätseln. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, schaut gerne bei Tippi vorbei. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wie gesagt, Mauspad, wenn ihr Bock drauf habt und generell mich unterstützen. Alle Infos in der Beschreibung. Schaut da gerne vorbei. Schaut einfach durch. Wäre sehr nice. Bis zur nächsten Folge. Bis zur ersten Folge von Minecraft Castle. Das war's mit Jet. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tudelidu. Warte mal, stopp, was? Haben die sich da jetzt alle etwa gerade ins Mittelalter zurückgebombt? Pff. Na dann, viel Spaß im 7. Jahrhundert.